Das WordPress-Plugin Optimize Press ist eines der bekanntesten und beliebtesten Marketing-Themes bzw. Plugins, die du nutzen kannst, um Webinar-Einladeseiten, Landingpages, Verkaufsseiten, Mitgliederbereiche oder andere spezielle Seiten zu erstellen. In diesem kurzen Video möchte ich dir zeigen, wie du WordPress und Optimize Press optimal nutzt und welche Möglichkeiten du damit hast. Nach der Installation steht dir hier der Punkt Optimize Press zur Verfügung und du hast einen wirklich coolen Page Builder, nenne ich es jetzt einfach mal. Über Create New Page kannst du Blank Pages, also leere Seiten, komplett selbst gestalten. Opt-in Landing Pages, Sales Pages, Membership Pages, Webinar Pages und ganze Launch Funnels stehen dir zur Verfügung. Du siehst, hier hast du mehrere Vorlagen, die du nutzen kannst. Einige, wie ich finde, sehr coole Vorlagen. Und diese kannst du einfach verwenden, indem du hier auf Use this Template klickst. Dann kannst du Testseite eingeben und die Seite erstellen und dann sofort individualisieren. Das ist so der Kernbereich von Optimize Press. Du hast aber darüber hinaus noch ein paar weitere Möglichkeiten, wenn wir hier das Dashboard uns ansehen. Du kannst spezielle Logo, Fach-Icon-Settings setzen, den Site-Footer, SEO-Optimierungen kannst du vornehmen, kannst definieren, ob eine Autosave-Funktion aktiviert sein soll oder nicht. Analytics und Tracking-Codes kannst du einbinden, Social-Media-Integration und alles, was du dir wirklich vorstellen kannst. Ich nehme selbst nur einen kleinen Teil der ganzen Funktionen her, da ich das große Spektrum gar nicht brauche. Nichtsdestotrotz ist Optimize Press meiner Meinung nach das mit Abstand beste Design-Plugin oder Design-Theme, wie auch immer du es nennen magst, wenn du individuelle Seiten mit WordPress erstellen möchtest. Du bist absolut flexibel. Das Optimize Press Plugin arbeitet mit anderen Plugins sehr gut zusammen. Ich habe bis jetzt noch keine Probleme oder Fehler festgestellt, dass irgendein anderes Plugin Probleme bereitet hätte damit. Und es wird ständig weiterentwickelt, was auch ein wichtiger Punkt ist. Es gibt vergleichbare Lösungen, die du für WordPress verwenden kannst, aber Optimize Press ist ja mit Abstand am längsten schon am Markt und ich und auch meine Geschäftspartner und Marketingkollegen gehen davon aus, dass es Optimize Press auch noch sehr, sehr lange geben wird und genau aus diesem Grund empfehle ich dir Optimize Press und nicht ein anderes Tool, das es vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr gar nicht mehr geben wird. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, sei so gut, gib dem Video einen Daumen hoch, like es, hinterlasse einen kleinen Kommentar und ich blende dir jetzt hier in diesem Video etwas weiter unten wahrscheinlich einen kleinen Button ein, wo du dich noch einmal über Optimize Press informieren kannst. Dort findest du alle Informationen auf dieser Seite und ja, ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß mit Optimize Press, liken nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem anderen Video hoffentlich einmal wieder. Viele Grüße und bis dann, Oliver Pfeil.